Ja, hallo und willkommen zurück hier zu Donkey Kong 3. Wahrscheinlich heute die letzte Aufnahme, denn ich denke mal, dass ich das Spiel jetzt durchrocken werde. Und zur Einstimmung gönnen wir uns zuerst mal nochmal schön Intro. Was ja auch direkt losgeht, wenn man kurz mal den Titelscreen sieht, fällt mir auf. Und vor allem die grandiose Musik. Ich weiß, ich sag's jetzt mal wieder, ich kann nicht aufhören, Leute. Was soll ich jetzt sagen? Es ist einfach marvelous. Also, ich würde sagen, die kompletten Dreier sogar mit einer meiner Lieblingsmelodien, glaube ich, der Titelsong. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass man bei den Sequenzen, die man sieht, keinen Soundeffekt hat. Das wirkt so ein bisschen komisch. So, nichtsdestotrotz, lasst uns starten. Warum kein Controller? Hallo? Der Controller, die möchte nicht. Ah, ich weiß wo. Ja, da jetzt. Ne. Das ist ja wieder toll. Gib einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Doch, da geht's auch. Ja, wir sehen, wir haben 82% innerhalb von knapp 5 Stunden. Schauen wir noch mal kurz rein auf den Spielstand. Ach Mann, ich wollte den Überblick sehen, wie viel wir haben. Ich vergesse es immer, dass das nicht direkt immer hinterherkommt. So, hier. 34 K-Münzen, 86 B-Münzen, 14 Bonusmünzen, 10 Bananenvögel, ein Zahnrad fehlt. Unten die Leiste ist komplett voll. Und damit würde ich sagen, lade ich den Safe State. Damit wir unser Leben behalten. Und wir befinden uns direkt in der letzten Welt. Schloss Chaos. Beim Stricktrick. Eine eher selten genutzte Map in diesem Spiel, die dieses Dschungel-Ruinen-Thema benutzt mit den merkwürdigen Meilensteinen. Ja, und die letzte Welt, was uns hier wohl noch alles begegnet, darf man gespannt sein. So, Moment, mach mal. Nach dem K ist unterhalb eines Seiles eine Absenkung. Und hier die Schweinereien, die blöden Igel haben dazugelernt. Dort nicht. Das ist wieder sehr, wie sagt man? Moment, direkt hier. Thank you.
schon wieder toll an. Also die Komplettlösung, die ich hier habe, die ist ja in den meisten Fällen sehr gut, manchmal ein bisschen schwammig in ihrer Beschreibung. Wahrscheinlich sieht man die einfach auch besser, die Absenkung. Mit besagten Bonusfass, da haben wir sie. Gut. Okay. Sammle 30 Sterne. Diese automatischen Seile sind an sich ganz okay. Nicht so schlimm wie das Lundenseil, was von unten abbrennt, die ganze Zeit das Level zu einem Autoscroller macht. Ojo, ein O. Hoppala. Das ist großartig. Ich wollte gerade sagen, guck mal hier, dieser Steinhaufen. Da ist auf jeden Fall was drunter versteckt, wenn wir Kitty draufwerfen. Nun. Leider kein Kitty mehr da. So, Traum ist es so, nochmal zurückzugehen. Ich möchte demonstrieren, dass ich recht habe. Achtung. Case closed, meine Damen und Herren. 90 Bären müssen nehmen. Aber die 99 voll. So, jetzt war hier das Checkpoint-Fass und nach dem vierten Seil, also 1, 2, wow! Vorbei. Denn wir brauchen leider Dixie. 3. Das war jetzt keine Absicht, aber hinter dem Seil müsste es dann eigentlich kommen. Dass man da erstes, ja. Zwei. Ah ne, ist hier schon. Auch schon das vierte. Aber man braucht nicht unbedingt Dixie. Man kann halt auch, wenn man beide hat, kann man auch, wie ihr gesehen habt, im Partnerboss ganz erledigen. Aber prinzipiell sollte man mit Dixie mit dem Helikopterschuh da rein. Endlich mal ein grünes Bananenlevel, was relativ chillig ist, dadurch, dass es hier keine anderen Hindernisse gibt, bis auf diese Seile. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht aus Versehen durch eins durchfällt. Und der gute RNG ist uns natürlich auch ein bisschen gönnen. Und wird das hier eine knappe Kiste. Oh oh. Oh, da war die nullte Sekunde, aber eine sehr lange. Puh. Nice, beide Bonusmützen haben wir. Fehlt nur noch die DK-Mütze und die kommt am Ende des Levels. Perfektes Timing. Man muss, kann halt gar nicht so schnell gucken, in welche Richtung die Seile gehen. Das ist eigentlich die größte Problematik bei dem Level hier. Warum ist da unten das Seil? Denk nicht drüber nach. Ne? Ah, wo lang? Ah, nee, da nicht. Moment. So? Ah, okay, vielleicht. So. Hier hätten wir auch noch mal was aufdecken können.
Obwohl, warte mal, vielleicht geht es sogar mit dem Fass. Zielen, Herr von Gehlen. Das erste Level beendet. So, und der letzte Bärenbruder. Buffets Code Realm. Gab es hier Sheets? Oh ja, es gab Sheets, aber nun. Gehen wir einfach mal rein. Und ich muss wieder drüber reden. Lalalala. Schau an, es ist Kitty, gestatten. Buffel, der Herr aller Codes. Momentan quäle ich mich mit einem Code herum. Es gelingt mir einfach nicht, ihn zu knacken. Ja, später weiter. Jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Hallo, oh, es ist so nervig, wenn man einfach nicht vorankommt. Ich stecke in einer Zugmühle. Die Lösung des Problems ist sicher ganz simpel, doch ich komme einfach nicht drauf, so sehr ich mich anstrenge. Ich glaube, hier musste man mehrmals rein und rausgehen. Doch, ich gebe nicht auf. Ich muss mir das noch einmal ganz genau ansehen. Wir sehen ja jetzt bis jetzt jedes Mal was anderes gesagt. Ich glaube, es ist so eine kleine Geduldprobe. Hallo, oh, es ist nervig, wenn man einfach nicht. Okay, jetzt haben wir das Gleiche. Ja, gut, das sagt ja diese drei Sätze. Gucken wir jetzt nochmal die. Wir gehen jetzt noch einmal rein, dann gucke ich mal die Hütte mal ganz genau an. Hinten sind noch ein paar Bäume. Vorne liegt ein Schilf. Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, was es mit dem Jungen auf sich hat. Vielleicht kommt es erst, wenn wir das Ende erreicht haben. Höhlenhollerö! Erstmal chillig bis zum O. Ich fahre nochmal die Geisterfässer. Die sind eine gewisse Zeit da. Okay. Oh, große Gemeinheit. Ich verstehe. Hier wird eine Ausrichtung zwischendurch. Junge, Junge, ey, das ist auch nicht gesund, wie die aussehen hier, ne? Lass mal Anabolika weg aus dem Essen. Gut. Jupp. So, jetzt sind wir hinter dem O. Vor links von einem automatischen Fass eine einsame Banane. Weiter links durch Partnerwurf auf die nächste Bonusmünze in Sicht. Ich glaube, hier meinten die. Falsch rum, natürlich. Komplett vergessen, weil er so wenig eingesetzt wird hier in dem Spiel.
Sammle 50 Sterne. Das war, denkbar die schlechteste Variante. Hier. Pack Trollfass. Ja, so machen wir's. Jetzt geht's erstmal los bis zum Checkpoint. Weiter. Ohne weitere Vorkommnisse. Nach diesem sehen wir eine grüne Wespe. Die uns den Weg zu Squitter freigibt. Und ein ganzes Stück weiter seht ihr dann bei euch nach unten. Über euch ein nach unten gerichtetes Gleis, auf das ein einzelne Bananen neben dran schwebt. Ach ja, der Kackkanal, wo man mit seinen Netzen aufpassen muss, dass man nicht. Ah! Warum ging jetzt das? Lass mich durch! Warum geht denn immer das denn weg direkt? Nimm die Gase. Da war. Typisch, der erste Versuch war der beste. Alle dann. Ey, ich schaff das nicht mit den Netzen manchmal. Das war ziemlich dumm. Warum geht das? Das geht immer da sofort weg, ne? Ich glaube, das ist Absicht. Halleluja! Hä? Ach, ich finde die Münze ist es, ne? Dürfen wir direkt nochmal starten? Scheint das hier auf welcher Höhe? Sehr gut. Passen. Nehmt das Metallfass und werft es so über die rote Wespe, dass ihr gleich nach dem Geist passt. Okay. Tschüss, Pilon.
Squidder, meine ich natürlich. Squidder ist Quitter, weil der muss. Wir haben ihn ja da zurückgelassen. Ach was, ich hab dich erwischt. Okay, ja, nee, 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 nee. Oh! Ich wollte gerade sagen, gut, mit Dixie ist es eigentlich einfach, in die Fässer reinzukommen, weil da können wir ja noch drüber segeln und uns zur richtigen Zeit fallen lassen. Gut, dass ich dies gesagt habe. Oh boy. Ah, okay, ich verstehe. So, in der Art. Gedacht und dann trotzdem verkackt. Gut. Ich muss ja sagen, das Spiel ist allgemein, glaube ich, ein bisschen verzeihlicher als 2. Mit, wie oft man Sachen nochmal machen darf. Sag mal. Ich dachte irgendwie safe, das würde nicht so lange halten. Kacklevel, okay, wir haben alles, wir müssen nur noch zum Ende. Machen wir das Ganze mit Squidder. Was ist denn das für eine Trollscheiße? Ah, und ich glaube, hier kommt die 8, wenn ich das Wasser sehe. Ich glaube, hier muss ich eine 8 schwimmen. Vogel frei zu schalten. Dann schenken wir uns. Zu versagen. Oh, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Kann ich angehen hier. Mann! Völlig random einfach, ne? So, so gar kein Problem. Kurz gedacht, Moment, hä? Roll falsch intended. Also wirklich, um Level zu beenden? Kann nicht sein. So, hier müssen wir, glaube ich, eine 8 schwimmen. Genau, um dieses Tor zu öffnen und in den Karacho-Kanal zu gelangen. Layout, nicht Farben, Layout. Bananenvogel.